Emil Cioran, das Buch der Täuschungen. Frohlocken wir doch, dass wir in der Verwirrung heil sind sein, dass wir uns alle geistigen Ebenen und alles Auseinanderstrebende in einem Augenblick vergegenwärtigen können. Die Zustände bewunderungswürdiger innerer Verwirrung, die keineswegs Verworrenheit der Ideen voraussetzen, sind unserem inneren Mittelpunkt näher als die Differenzierung der Ebenen, in der wir normalerweise leben. Warum soll ich jetzt trauern, mich dann freuen, der Reihe nach vergnügt, schmerzdurchdrängt, verzweifelt oder überschwänglich sein? Warum in Bruchstücken der Zeit leben, in Fragmenten des Erlebens, wenn ich durch irrsinnige Anstrengung alle Zeit, alles sein könnte, durch alle meine Wirklichkeiten und Möglichkeiten hindurch? Wollüstig ist die Verwirrung, die Trübsal und Freude mengt. Und sie sind desto wohllüstiger, je mehr sie Verwirrung der Tränen sind. Krümme und entstelle dich vor Leiden und Lüsten, die im gleichen Augenblick wachsen, und erlebe die Verblüffung, nichts von Dingen zu verstehen, welche du in perversem Taumel und in alles durchdringendem Beben auskostest. Diese Verwirbelung unterscheidet sie indessen von jenem umgreifenden Erleben, in dem die Abgründigkeit dich zum Wesen eines Phänomens führt, wie etwa dem Eindringen in den Kern des allumfassenden Leidens durch ein Verschmelzen in unerklärlicher Konvergenz der Mannigfaltigkeit und unserer multipolaren Struktur. Wie sollte man sich in dieser Verzückung des Jubels und der Trübsal nicht allseiend fühlen? Dann drängt es dich, Stücke von dir zu reißen, zuckende Organe fortzuschleudern, dich ins allgemeine Gewimmel zu stürzen und stolz darauf, dass es sich in dir bis zum Paroxysmus steigert, in deinem chaotischen Aufschwung und deiner fiebrigen Aufwallung darf dir nichts mehr Einhalt gebieten.